Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wir sitzen gerade im Mercedes-Benz GLE 63 S-Coupé. Wieder so ein mega krasser Zungenbrecher. Es ist hier aber noch die ältere Baureihe. Also hier als Coupé nennt es sich 292. Der SUV wäre der 166er. Also das ist schon sozusagen der letzte GLE. Sieht von draußen brutal wuchtig aus. Hat aber innen drin hier noch das alte Interior. Aber hier wurde das neue Lenkrad nachgerüstet. Sieht mega aus mit Carbon-Optik. Also sozusagen hier die Griffe mit dem normalen Bezug und hier oben dann halt die Carbon-Verzierung, sag ich mal. Die AMG-Spangen in Schwarz-Hochglanz. Sieht echt Porno aus. Bei dem Fahrzeug ist ja der Rest ja auch in Schwarz-Hochglanz. Hat natürlich jetzt über die Zeit ein bisschen an Glanz verloren. Beziehungsweise ist ein bisschen ausgeblichen. Aber das hier sieht man das halt noch, wo es frisch ist. Mega geil. Wir haben hier bei dem Auto unsere Active Suspension Control nachgerüstet, weil das Fahrzeug halt werkseitig die Luftfederung hat und da er auf 24 Zoll Rädern unterwegs ist, sieht das nicht ganz so geil aus mit der Serienhöhe. Deswegen haben wir hier ein bisschen nachgeholfen mit der Tieferlegung und können das Ganze über die Profile hier steuern. Wir zeigen euch das mal einmal hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir haben hier die Hauptprofile, die beeinflussen Motorcharakteristik, Lenkung und halt gleichzeitig auch die Dämpferregelung. Wenn wir hier die Luftfederung auf Komfort haben, dann haben wir jetzt eingestellt, dass das Fahrzeug halt serienhoch ist, also schon so ein gutes Stück Luft zwischen Reifen und Kotflügel, also schon echt ordentlich. Wechseln wir in den Sportmodus, haben wir schon eine dezente Tieferlegung drin für den Alltag. Absolut fahrbar, nicht zu hart, nicht zu straff, fährt sich sehr, sehr angenehm. Und auf Sport Plus, da der Besitzer gesagt hat, ich fahre sehr, sehr selten in Sport Plus. Wenn, dann will ich es krachen lassen und B, der Optik halber. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt cruist und er sagt, okay, ich halte gleich irgendwo an und ich will, dass er schön tief ist, Sport Plus nochmal schön tiefer gelegt, damit er halt jederzeit das über die Innentasten bedienen kann und nicht die Handy-App rausholen müsste für den Showmodus. Den zeigen wir euch nämlich auch, weil im Showmodus ist sozusagen implementiert, dass er komplett aufs Maximale runtergeht. Bei den 24 Zoll Rädern, die hier drauf sind, sieht das echt krass aus. Das ist kein SUV mehr, das ist Sportcoupé, aber in brutal Breitbruch 3 und sieht echt wuchtig und heftig aus. Und das Schöne ist halt, wenn man den Showmodus halt beendet, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will los. Er hat jetzt hier zwar noch nicht geschliffen, aber ich würde sagen, bei den 24-Zoll-Rädern wird es vorne schon echt knapp. Mit kleineren Rädern wäre das, glaube ich, kein Problem, wäre gut rollbar. Aber hier bei dem, man muss ja echt sagen, okay, ich warte, bis er hochfährt. Weil selbst hier im Geländewagen, also in einem SUV-Coupé, ist der Kompressor jetzt nicht der krass schnellste. Also runter geht er echt gut, aber hoch braucht er schon ein bisschen Zeit. Wäre also zum schnell losfahren ein bisschen ungeeignet. Aber passt. Genau, und ja, ist halt ein 63er. Hat hier noch den guten alten Motor drin, der ordentlich Krach macht. Und dadurch, dass die Serienanlage verbaut ist, finde ich den echt gut von der Lautstärke. Das Schaltknallen konnte ich jetzt, oder kann ich euch jetzt nicht so krass gut zeigen, weil uns die Strecke halt ein bisschen fehlt. Und das Auto jetzt sehr, sehr gerne, sehr, sehr schnell nach Hause möchte, deswegen sorry. Mich wird an dieser Stelle echt interessieren, A, findet ihr dieses Modell geil oder den neuen, findet ihr den vielleicht geiler? B, was haltet ihr von diesem krassen Lenkrad in diesem Modell? Also ich finde das Lenkrad absolut pornös, finde das passt auch sehr, sehr gut hier rein, obwohl das Interior halt noch ein bisschen älter ist, ist das Lenkrad von der Sportlichkeit her echt mega passend. Und ja, das wären meine Fragen an euch. Hinterlasst mir dementsprechend gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal.